Wir haben ja keine andere Wahl. Wir müssen nur mit allem kämpfen, was wir haben. Oh, nee, 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 nee. Nicht mit mir. Jetzt sagen wir nicht, da kommt noch ein zweiter. Jo, die brauchen wir. Ist doch nicht so gut. Gleich ausrüsten. Das ist ja viel besser. Kurz nochmal überprüfen. Ah, verbraucht auch 2 Muni pro Schuss. Naja, wenigstens hat sie Säure. Kommando. Ja, ja. Nee, da ist die Abklingzeit schon besser. Siehst du diese Lunarversorgungsschatz? Wir müssen einen Lunarversorgungstransmitter stehlen und die Mondbasis dazu bringen, dir eine unkalibrierte Schnellreiseeinheit zu schicken. Damit kannst du Sanctuary wieder ins Schnellreisenetzwerk einspeisen. Kinderleicht. Naja, oder auch nicht. Ich habe so eine ganz kleine Befürchtung. Loader, bitte erst in den Selbstmordmodus wechseln, wenn ausreichend Abstand zum Hyperion-Gerät herrscht. Die Shotgun-Muni ist wieder voll. Gut so. Ja, brauchen wir Schock. Zu deiner Frage. Ja, ich glaube, er hat ihn soeben gefressen. Das können wir vergessen. Aber ich komme da nicht so raus. Dazwischendurch war er mal gepanzert und so. Ich blick da nicht ganz durch. Jenseits ohne mich. Deine Mutter ohne mich. Ja, so, nun, pass auf, jetzt nehmen wir die Slack-Kanone. Ach, jetzt kommen die wieder.
Gegen die brauche ich wieder die Knarre. So, dann mache ich jetzt hier wieder auf Schock. Nein! So. Hast du den Transmitter? Gut. Damit können wir eine unkalibrierte Schnellreiseeinheit von der Mondbasis anfordern. Du brauchst einen ruhigen Ort, um den Transmitter zu aktivieren. Ja. So, ich muss hier mal ein bisschen Aussortierungsarbeit leisten. Dich zu der Ortschaft. Ja, ist gut. Kannst du mir alle nachher erklären? Zuerst muss ich mich hier wieder mal ausrüsten. Dank der Bergbauaktivitäten von Hyperion leiden die Einwohner dort alle unter Schädelfrost. Sie werden. What the hell? Schädelfrost. ja. Uns nicht stören. So, dann hier auch noch austauschen. Tja, wir haben keinen Plan, wie wir Jack aufhalten wollen. Aber wenigstens erschüttern die Beben seiner Bohrer die Stadt nicht mehr. Ein Silberstreif. Nicht zu fassen, dass Jack Angel die ganze Zeit über kontrolliert hat. Ja, ja. Wirklich nicht zu fassen. Ja, das ist es, was ich an euch Schuften nicht kapiere. Ihr wisst, dass der Held immer gewinnt, aber ihr wollt einfach nicht brav verrecken. Mann, zum Beispiel dieser Kerl in New Haven, ja? Die Stadt brennt, Menschen sterben, bla 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 bla. Und der Typ greift mich mit einem Löffel. Mit einem Löffel. Und ich lache nur und löffle ihm seine Augäpfel damit aus dem Kopf. Und seine Kinder, alle so. Und ach, du hättest das sehen sollen. Jedenfalls die Moral von der Geschichte. Du bist ein Miststück. Die Moral von der Geschichte. Ich gehe hier gleich drauf, dank diesen Mistlodern. Was hab ich denn hier für einen Kacksniper ausgerüstet? Und die Moral von der Geschichte? Der Bösewicht, der kriegt mich nicht. Säure ist, glaube ich, hier noch angebracht, ja.
Säure ist immer noch gut. Habe ich für hier noch irgendwas Säure? Also die Pumpgun. Nein. Wie ist das? Ja, hier schon ein Driver Car haben. Dann driven wir mit der Car hier mal zum Stadttor und machen klein Holz. So, sind noch Fragen offen? Gut. What the? Puh! Du kleiner Badass-Loader. Mist! Das sind ein bisschen zu viele Badass-Loader. Ja, was können wir gebrauchen bei den Dingern? Abklingzeit, keine Minute. Zeit zu sterben. Hallo? Komm schon, geschieht's. Nein, Mann! Kaching, kaching, brrr, ding, ding, kaching, kaching. Na, na, du kannst mich mal. Seid doch alle Geld geil. Und das ist gar nicht geil. Ja, scheiß vor Badass den Loader.
sag mir nicht, regeneriert sich wieder. Boah, Mann, ey. Jetzt hol ich dann gleich den Raketenwerfer raus, dank. Jetzt hol ich den Raketenwerfer raus. Und jetzt geht die große Action los. Das kann ich euch mal sagen. So. Auf jeden Fall besser als gegen solche Scheiß bei der Slowdown zu kämpfen. Boom! Warte! Nein! Geh down! Geh down! Nein! Ihr könnt mich doch alle mal! So eine Scheiße hier! Boah, ich hasse das! Wieso kannst du echt hier einfach diese scheiß Teleport-Dingens einsetzen? Und dann haben wir Ruhe! Keine Muni. Dann kommen sie wieder eben mit der Shotgun. Das ist es. That's it. So, hier, friss Granaten. Sehr gut. Kann das weg? Und das kommt mit. Ich glaube, das war ab einem zu hohen Level. Level 18. Dann nehme ich die andere natürlich doch wieder mit. Die Feuersniper ist definitiv nur Schrott. Oh, danke für die Granaten. Pumpengun-Muni. Geronimo! So.
war eine Torre-Zeitschütze für in den Ofen, aber egal. So, wir sind gleich da. Bitte, hier sind keine Feinde, oder? Du hast Overlook gefunden, ja? Nee. Das war mal ein nettes kleines Städtchen, bis Hyperion kam. Dank Jacks Bergbauaktivitäten leidet jetzt jeder dort unter Schädelfrost. Die armen Teufel sind zu krank, um aus dem Haus zu gehen. Du solltest den Transmitter dort drüben aufstellen. Sobald die Mondbasis deine Anfrage bearbeitet, solltest du eine Schnellreisestation haben.